Und du bist aufgewacht. Gestern beim Glockenturm. Ja. Sie dreht sich weg. In ihren Augen stehen Tränen. Immer noch. Ich hätte noch nicht die Gelegenheit. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir zu danken. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich noch lebe. Und dennoch wünsche ich mir. Tief schüttelt sacht den Kopf. Sacht. Sacht. Vergiss das. Bitte sag mir, wie du heißt. Ach Gott. Irgendwas ist mit dem Ton nicht richtig. Ja, fortfahren. Din. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem PC liegt. Oder ob das irgendwas vom Spiel ist. Ah. Jetzt kurz gesehen. Jetzt darf ich meinen Charakter machen. Wo bin ich hier? Ein grauer Hintergrund. Das gefällt mir nicht. Das ist ja mal schön. Irgendwie sieht das aber auf dem Bild traurig aus. Und so sieht der eher so... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist auf jeden Fall sehr dynamisch gemacht, sehr cool, sieht sehr realistisch aus. Fein. Frisuren, die mit einem Stern markiert sind, können nur im Avatarladen gekauft werden. Und ich konnte nicht weiterlesen. Nachdem du deinen Charakter erstellt hast, dein Aussehen wird in 5 Sekunden das vorherige geändert haben. Tut mir leid, aber diesen Kerl, ne? Sieht ja schon ein bisschen scheiße aus mit der Frisur. Ja, typischer Armeeschnitt. Untypischer Armeeschnitt. Noch ein typischer Armeeschnitt. Gut, die Länge. Derzeit nicht verfügbar. Oh mein Gott. Gut, Haare. Was machen wir denn für Haare? Rote Haare. Rot wie das Feuer. Rot wie die Leidenschaft. Mintgrün. Er ruht wie das Feuer an der Hand. Ein leuchtendes Rot. Oder trübes Rosa. Man hat ja schon mal eine schöne Auswahl an Haarfarben, an der Haarpracht. Ach so, das ist aber wieder eine Haarfarbe, die ich nicht wählen kann, weil die ist im Avatarland. Also okay, dann imitieren wir es mit einem Rotbraun. Sonstiges? Was heißt Sonstiges? Ist doch nicht mit einem Stern markiert. Hat es etwas mit der Frisur zu tun? Ich weiß es nicht. Naja, bleiben wir mal dabei. Wir machen einen kleinen Kampfzwerg. Ganz klein, klitzeklein. Kleinen Dämon. Dämonen. Weiße Augen. Weiß. Haben die hier ein Weiß? Ein ganz normales Weiß? Anscheinend nicht. Melancholische Augenbrauen, scharfe Augenbrauen. Scharf. Sanftmütig, klar. Stur. Ach Gottchen, die hat ja überhaupt nicht geschlafen. Kann uns einen bösen Gothic machen. Ganz böse. Dann, was Hauttext du? Ah, interessant. Oh, was ist der denn für ein Schokoladenmann? Alles klar. Machen wir uns einen Schokoladenmann. Sieht gut aus, ne? Schön. Kleiner Schokoladenkampfzwerg. Hey, das sieht doch schön aus, oder? Schokozwerg. Das geht doch klar. Was für ein Sunny Boy. Unglaublich. So. Dann braucht er Haare braunes Zucker. Ja, das sieht doch ideal aus. Hey, Leute. Hm. Sieht nett aus.
Sieht nett aus. In wie dich? Weiße? Beide Schwerter so böse haltend? Und dann plötzlich grins. Ist doch was Feines. Leuchten? Was ist Leuchten? Zeige Helm? Zeige kein Helm. Wir haben kein Helm. Beispiel Outfit? Ja, nee, ist klar. Okay, anscheinend kann man nachher zum Beispiel in solch einer Rüstung rumlaufen. Alternativ auch in so einer Platten- und Vollrüstung. Das ist wahrscheinlich eher etwas für Magier. Trotzdem kann unser Typ das tragen. Und hier etwas für die Dunklen unter uns. Schön, 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 schön. Ja, machen wir uns den Schokoladenboy. Schokoboy. Schokolade. Boy. Nennen wir ihn einfach Chocolate Boy. Hihi, hihi, alles klar, alles klar. Da, 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 da. So, alles klar. Möchtest du den gewählten Charakter erstellen? Hinweis mit dem Finger. Name ist was inakzeptabel. Ach, dann gehen wir halt doch wieder zurück auf den Schokozwerg. Schön, möchtest du den Charakter erstellen? Ja, bitte. Dafür sind wir hier. Er greift deine Hand und schaut dich aufrichtig. Schokozwerg, danke für gestern. Sehr schön. Tief lässt deine Hand sinken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn auch retten können. Schade. Du fragst, wen sie meint. Sie schaut dich verwundert an. Natürlich die dicke, fette Spinne, auf die du rumgehackt hast. Nun, die Spinne natürlich. Wen sonst? Tief geht zum Fenster und schaut hinaus. Tut mir leid, aber manchmal ist das ein bisschen doof, wenn man vorliest und der Text dann einfach nicht kommt. Es war nicht seine Absicht, weißt du? Er ist normalerweise nicht so langsam im Reden. Aber er hatte Angst. Etwas Böses ergreift Besitz vom Land. Eine dunkle Bedrohung. Ich verstehe es noch nicht ganz. Dennoch denke ich, dass ich es sollte. Ah, jetzt setzt er sich selbst unter Druck. Oh ja, das ist doch schön. Tief wendet sich vom Fenster ab. Ach ja, stimmt. Man fragt nach dir beim Söldneraußenposten. Woher weiß die das denn? Ich habe ebenfalls etwas zu erledigen. Die Bewohner müssen verunsichert sein wegen gestern. Ich muss sie beruhigen. Beunruhigen oder beruhigen? Beunruhigen? Beruhigen. Ich werde mir was einfallen lassen. Suche Marek am Söldneraußenposten auf. Er ist ein Unterkapitän und Assistenzleiter. Oder ein Veteran oder. Tief sieht überfordert aus. Eine tiefgreifende Sache, als sie versucht, sich zu erinnern. Wie dem auch sei. Er ist ein Mitglied der blutroten Klingensöldner. Der blutroten Klingensöldner, okay. Bitte suche ihn auf. Tief beginnt ihre Sachen zu sammeln, dreht sich aber dann zu dir um. Boah, okay, das dauert ja. Schokozwerg, was auch immer passiert, pass auf dich auf. Bitte. Ende. Zustand. Schön. Ich frag mich nur, warum sie nicht im Raum selbst stand. Sondern dann stattdessen nur ein statisches Bild uns gezeigt hat, wer denn mit uns redet. Finde ich etwas schade. So, dass ich vorhin einmal über diese Szene mit der Spinne so ein bisschen gelästert habe, lag etwas daran, dass, naja, wäre es so an sich eine Cutscene ohne Channel 10, dann würde ich es wahrscheinlich besser finden, als wenn man die ganze Zeit noch rumgeht, weil dann denkt man, da kommt dann die ganze Zeit etwas. Aber das ist wahrscheinlich eher so Geschmackssache. Unser Schokozwerg steht da schon schön vor dem Gasthaus. Ding, 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 ding. Ja, schön. Finde Marek und hör auf rumzuzuckeln. So, wir sehen hier haufenweise Kultisten und Sektenanhänger. Und es kommt leider. Finde ich etwas schade. So, jetzt haben wir übrigens allerdings auch einen Lebenspunkte-Balken und so weiter. So, entschuldigt mich mal kurz. Ich werde die Aufnahme wahrscheinlich kurz einmal unterbrechen. Wie kriege ich das denn jetzt hin? So, ich werde dann eben mal. Ich
glaube, das ist ein Pseudo-Vollbildschirm. Aha! Funktioniert ging etwas nicht so gut wie Fenster oder... Ach gut, dass ihr mir das jetzt auch mal sagt. Einfache Einstellung. So. Ich werde die Grafik mal etwas runterstellen. Nein, ich möchte nicht neu starten. Nein, möchte ich nicht. Nein, nein. Danke. Seltene Außenfassen. So, ich denke mal, dass das... Ah, das ruckelt so doof. Können wir hier rein? Anscheinend. Söldner Außenposten. Du kommst an Söldner Außenposten an und erblickst eine Frau in glänzender Rüstung, die einen Mann mit Helm konfrontiert. Ich sehe niemanden im Raum. Ein bisschen Gold, was ich gerne mitnehmen würde. Ansonsten nix. Die beiden scheinen zu streiten. Wieso Bilder? Quinn. Dieser Fall gehört zu nützen. Verkackt. Dieser Fall gehört unter die Zuständigkeit der königlichen Armee. Wir übernehmen ab hier. Das wird nicht passieren. Colin wird von den Söldnern der blutroten Klinge geremixt. Bewacht. Meinte ich natürlich. Die königliche Armee besitzt einen höheren Rang als eine Bande aus bunt zusammengemischten Söldnern. Ihr werdet diesen Ort räumen. Du vergisst, dass wir nicht nach euren Regeln spielen, sondern dass die Musik einfach plötzlich aufhört, weil wir es so wollen. Wir haben gestern die Bewohner von Colin vor der Riesenspinne bewahrt. Habt ihr halbwegs bewahrt, während die königliche Armee sich in Rochester verkrochen hatte, wie rückgratlose Feiglinge. Colin wird von uns beschützt. Die beiden sind so tief in ihrem Streit verwickelt, als dass sie dich beachten könnten. Ja, schön. Kann ich jetzt irgendwie anders einfach anklicken? Morak und Gwyn sind so beschäftigt, als dass sie sich bemerken würden. Ja, schön. Bei dir steht etwas. Du bist wichtig. Kiara. Hey, du bist doch der Söldner, der dem Glockenturm gestern emporgestiegen ist. Nee. Es gibt nur 5 Millionen Schokozwerge. Die werden alle von Milka hergestellt. Ist alles klar. Du bist neu, oder? Kiara dreht sich zu Morak und Gwyn. Du hast dir bestimmt eine andere Begrüßung bei den Klingen gewünscht. Ja, vielleicht. Morak ballt seine Fäuste. Ihre Armeehunde sind doch alle gleich. Ihr hört einfach nicht zu. Hüte deine Zunge, Söldner. Ich befehle die gesamte Garnison von Rochester. Kiara seufzt. Was für ein Durcheinander. Lasst uns nach hinten in den Raum gehen. Aha. So fängt das Spiel also auch schon mal gut an. So viel zum Thema Close Beater. Ja, da hat man jetzt Zugriff auf exklusiven Inhalt. Dort ist es ruhiger. Schon besser. Ja, jetzt ist da nur noch der Alice drin. Schon besser. Von den beiden bekomme ich noch Kopfschmerzen. Och. Ja, mit... gut. Ich verstehe jetzt zwar nicht, warum hier unten der Knopf war, anstatt einfach das Gespräch weiterzuführen, aber naja. Morak hegt einen persönlichen Groll... gegen Scannen, gegen die königliche Armee und das Hauptmann, achso, das Hauptmann Audan gestern verwundet wurde, ist auch nicht gerade förderlich. Morak sieht die Fahrlässigkeit der königlichen Armee als Schuld an der Verletzung des Hauptmanns. Kiara seufzt. Ich bin jedenfalls Kiara. Schön, dass ich deinen Namen weiß. Ich kümmere mich um die Neulinge der blutroten Klinge. Schokozwerg, ey, cool. Ich habe von deinen Taten beim Glockenturm gehört. Wunderbar. Jeder redet davon. Und ich jetzt auch. Ich wünsche, ich wäre dort gewesen. Nein, möchtest du nicht etwa gegen eine Riesenspinne gekämpft haben? Ich glaube wohl nein. Oh, und das hier ist Ellie. Er ist von der königlichen Armee. Mein Spion? Hey, mein Name ist Ellis, nicht Ellie. Ach, jetzt fängt sowas an. Er versucht, ihnen Persönlichkeit zu geben. Ja, mal schauen, was das wird. Und ich bin nicht wirklich Teil der königlichen Armee. Nein, ich bin ebenfalls ein Schokoritter. Ich komme als Stellvertreter der königlichen Akademie. Ich bin Kadettenführer. Ist das nicht schön? Ich möchte sie anheuern. Nun, das macht er schon zu einem Teil der königlichen Armee, oder? Und Ellie ist mein Spitzname für dich. Ellie ist...
verzieht das Gesicht. Das ist ein schrecklicher Spitzname. Schön, okay, kommen wir jetzt endlich mal zum Plot. Tut mir leid, aber ich bin da jetzt eher scharf auf den Plot anstatt ja auch so kleiner Ginkelitzchen zwischen diesen NPCs. Kiowa lächelt Alice schüchtern zu und dreht sich dann zu dir. Schau kurz weg, du hast gestern vielleicht den Tag gerettet, aber du bist immer noch ein Anfänger. Mach mich nur nieder. Warum? Kann ich... Gut, ich dürfte das jetzt nicht mehr lesen. Gefährliche Ruine ist für den Anfang der perfekte Ort. Gut. Achso, ich soll jetzt irgendetwas kloppen, um zu trainieren, alles klar. Um das hinzukommen, muss ich ein Schiff am Hafen nehmen. Ich muss mit dem Schiff jetzt schon fahren, nicht einfach in den nächsten Wald. Ach, je, interessant. Sobald du rausgehst, kannst du es eigentlich nicht mehr verfehlen. Ja, die ganzen Maste der Schiffe... Masten? Masten ist der Plural, ne? Gut. Am Hafen wirst du viele Koggen, also die Schiffe dort sehen. Ja, Koggen ist mir ein Begriff, das ist gut. Die Schiffe kannst du dort betreten, wo Gefechtsquests steht. Gut, ich mag das persönlich auch nicht so sehr, wenn dann im Spiel gesagt wird, ja, hier, das ist ein Quest, weil so würde das eigentlich niemand wirklich sagen. Ja? So im echten Game. So, auf der Arbeit würde ich wahrscheinlich auch anfangen zu lachen, wenn dann mein Arbeitgeber zu mir kommt. Hier, ich habe ein paar neue Quests für dich, hier. Musst du alle abarbeiten. Kriegst du schöne Erfahrungspunkte von mir und natürlich ein bisschen Geld. Ja. Wenn du das sehr gut machst und Bonusaufgaben erfüllst, Bonusquests natürlich, Nebenaufgaben und das Ganze, kannst du sogar auch noch Fähigkeitspunkte verteilen. Ist das nicht schön? Also arbeite schön dran. Die letzte Information hier ist wichtig. Du musst die Söldner-Trainingsstätte als Ziel auswählen. Viel Glück. Ja, viel Glück, Schokozwerg. Ich werde dich bestimmt irgendwann nochmal essen. Ich werde bestimmt noch hier sein, wenn du wiederkommst. Ich hoffe, die beiden werden sich beruhigt haben, sobald du von der Söldner-Stätte zurückgekommen bist. Ja, ist gut. Okay. Darf ich... Wo komme ich hier raus? Und hier drin ist immer noch keiner. Skill-Training. Ach so. So schaut das aus. Wie viel Geld habe ich? Gut, das ist schon mal ein guter Anfang. Nötige AP. Ich habe noch keine AP. Mhm. Benötigt. Schön. Alle. Kampf. Training. Wiederherstellung. Ausrüstung. Hier können wir also nichts machen. Es wird immer schön zu sehen, was für Fortschritte du machst, ja?